Im Rottenburger Dom St. Martin eröffnet Bischof Gebhard Fürst das Jahr des Glaubens. Was erhoffen sich die Menschen von diesem Jahr des Glaubens? Also ich erhoffe mir, dass die Menschen wieder mehr mit Gott leben. Also einfach ihren Tagesablauf wieder mehr mit Gott leben. Und dann also den Tag mit Gott beginnen und den ganzen Tagesablauf mit Gott leben bis zum Abend. Vorbilder im Glauben stehen im Mittelpunkt, zum Beispiel der heilige Martin, der selige Rupert Meyer, der Bekennerbischof Sproll oder die Gottesmutter Maria. Mit ihnen sind auch Erwartungen verbunden. Dass die Menschen wieder einander zu verstehen lernen, dass Jung und Alt wieder mehr Liebe untereinander bringen und dass einfach Gottes Wort wieder verkündet wird, es wird wieder verkündet, aber dass man es auch aufnimmt. Wir alle können von Ihnen lernen, was das heißt, wie das geht, welche Wirkungen gelebter Gottesglaube, lebendige Gottesbeziehung hat. Unser christlicher Glaube an Gott wird dadurch verlebendigt. Und manch einer wird es da und dort vielleicht neu entdecken, welches Geschenk es ist, für das eigene Leben in einer lebendigen Beziehung zu Gott zu leben. Als Zeichen für den lebendigen Glauben im Heute werden Kerzen entzündet. Sie sind für manche Hoffnungsträger. Ich erhoffe mir, dass viele Menschen den Zugang wieder erneut zur Kirche finden, zu dieser Jesusbotschaft, die eigentlich das A und O ist. Ja, halt, dass wir, also wie es halt das Motto ist, von den Glaubenzeugen halt glauben lernen.